Willkommen zu Sonjas Maschensalat. Fangen wir mit dem an, was mir am meisten unter den Nägeln brennt, die Sock Madness. Das Muster der zweiten Runde kam letzte Woche Sonntag, nachmittags irgendwann, und ich hatte euch ja schon erzählt, ich war mir nicht so ganz schlüssig, ob ich es stricken möchte oder nicht. Ich habe es mir dann angeschaut und dachte, ja, sieht wieder recht einfach aus. Ich war auch ehrlich gesagt wieder ein bisschen enttäuscht. Das ist ein Muster mit einfach nur verschränkten Maschen, ein bisschen Zopfungen drin und vielen linken Maschen. Es sieht toll aus, aber es war nicht das wieder, was ich mir erwartet hatte. Aber ich habe es dann doch mal begonnen mit einer Farbe, die ich im Nachhinein dann auch nicht so toll fand. Aber es ging mir auch darum, dass die Moderatoren das Muster gut erkennen können. Naja, wie auch immer, ich habe angefangen, ich bin auch sehr schnell sehr weit gekommen, war schon bei den Zunahmen für die Ferse und stellte dann fest, ich habe das Bündchen falsch gestrickt. Und zwar gibt es dort einen linken und einen rechten Fuß zu stricken, also wo das Muster sich dann anders verhält, anders fließt. Und ich hatte das Bündchen von der rechten Socke zum Muster von der linken gestrickt. Ich habe mir das angeguckt, ich war ja nun recht weit und hatte mir gedacht, was machst du denn jetzt? Fängst du nochmal neu an oder fängst du einfach gar nicht mehr an? Und dann habe ich das Ganze nochmal durchdacht, die Sock Madness, und habe festgestellt, ich möchte nicht weiter stricken. Mein Ziel war es ja überhaupt, in die Sock Madness zu kommen und dann auch noch ein paar Socken zu beenden. Das habe ich erreicht. Ich habe dann drüber nachgedacht, was mir gefällt, was mir nicht gefällt an der Sock Madness. Und es waren mehrere Dinge, die mir nicht gefallen haben. Also die Idee finde ich super, die Sock Madness, mit diesem schnellen Stricken, mit Mustern stricken, die einen ein bisschen fordern. Was jetzt in den ersten, ich sag mal, 3 Runden, weil ja noch die Qualifikation dabei war, jetzt nur zum Teil der Fall war für mich. Die Qualifikationssocke war tatsächlich fordernd, der Rest eher jetzt nicht, bis auf dass ich halt meine Flüchtigkeitsfehler mache. Naja gut, ich habe mir dann wirklich Gedanken gemacht, was mir nicht gefällt. Das ist dann halt die Sache, dass ich zu große Socken stricke. Ich muss ja diese Mindestvorgaben einhalten und diese Socken sind einfach zu groß für mich. Ich muss auf Zeit stricken, mich stresst es tatsächlich. Ich habe das vorher nicht gemacht, deswegen wusste ich nicht, wie das laufen würde. Aber ich habe gemerkt, das ist nichts für mich. Und auch das Aufkommen an Postings im Forum war enorm hoch. Ich bin überhaupt nicht mitgekommen. Es entstand für mich persönlich kein Teamgefühl. Gut, vielleicht, wenn man mehrfach dran teilnimmt oder wenn man sich mehr in der deutschsprachigen Ecke einbringt. Das war mir aber zeitlich gar nicht möglich. Also ich habe es immer nur mal überflogen und sonst war es mir einfach too much. Ich finde, die Muster sind echt super schön. Die kann man gut für sich stricken, zumindest die ich bis jetzt gesehen habe. Es gab auch schon für die zweite Runde das Bonusmuster, für die Runde schon fertig hatten. Und das Bonusmuster finde ich toll. Ich warte jetzt halt bis am Ende der Madness und stricke auf jeden Fall noch dieses Bonusmuster, das echt besonders ist und das ich mir eigentlich für Runde 2 erhofft hätte. Also ich schließe mal das Fazit für mich zur Sock Madness. Kein Schnellstricken ist nicht meins, aber es ist eine Sache, die mir trotzdem irgendwo gefällt. Und ich denke, ich möchte nächstes Jahr die Qualifikationsrunde auf jeden Fall mitmachen und dann das Ganze so ein bisschen einfach nur im Blick behalten. Vielleicht als Cheerleader ein Sockenpaar zu stricken. Als Cheerleader kann man dann das Sockenpaar auch einreichen in dieser Zeit, aber nach eigenen Größen, nach eigenen Vorstellungen. Man kann es abändern, zumindest in kleineren Teilen. Und ich denke, da werde ich dann so weitermachen. Ich habe es mal probiert. Ich finde es auch wirklich, wirklich witzig, aber ich bin raus. Ja, jedenfalls habe ich dann aber trotzdem nochmal, weil ich das Muster so schön fand, es in einer anderen Farbe angestrickt, diesmal richtiges Bündchen. Zum richtigen Muster. Ich hatte mir tatsächlich anfangs überlegt, naja, komm, wenn du schnell genug bist. Aber nein, ich lasse das jetzt. Ist nicht meins. Und das ist die begonnene Socke. Ja, also sieht man jetzt nicht so toll. Aber es ist ein sehr schönes Muster. Es ist, wo es dann auch ein paar Diskussionen gab. Es ist inspiriert von einer russischen unbewohnten Insel. Und hier sieht man wahrscheinlich so ein bisschen den Küstenverlauf. Weiß ich nicht genau, was sich die Designerin da gedacht hatte, wie das aussehen sollte. Aber jedenfalls, es ist ein schönes Muster. Ich stricke es jetzt aus
Opal aus der Fruity-Reihe in diesem Orangeton und in meiner Größe dann. Das ist auch jetzt die erste Socke, die ich begonnen habe. Ja, ich finde es schön. Ich werde es aber jetzt in Ruhe beenden. Ich wünsche aber allen, die weiterhin noch dabei sind im Wettbewerb, viel, viel Glück. Und ich schaue mir auch gerne auf Instagram an, wie weit Einzelne gekommen sind. Und ihr könnt mir auch erzählen, wie es euch so geht während des Strickens und ob ihr noch Spaß an der ganzen Sache habt. Auf den Nadeln habe ich natürlich auch noch ein paar andere Sachen jetzt, wo ich nicht mehr die Madness mitstricke. Jetzt habe ich auch wieder Lust, anderes zu stricken. Das hatte mich so ein bisschen blockiert, weil ich dachte, jetzt lohnt sich's nicht, noch mal was Neues anzufangen. Socken hatte ich gar keine Lust, noch mal zu stricken, während ich an der Madness teilgenommen habe. Aber ich bin wieder im normalen Ablauf drin. Ich habe tatsächlich auch meinen Colorwork-Pulli abgenadelt. Also Bündchen fertig. Es fehlen halt jetzt die Ärmel. Ich bin mir nicht sicher, wie ich diesen Pulli finden soll. Es ist eine Wolle, die mir ehrlich gesagt nicht so toll gefällt. Es ist die Drops Air. Die hat so ein bisschen für mich so ein Plastikfeeling, obwohl wenig Plastik drin ist. Eigentlich glaube ich nur der Schlauch rundherum. Keine Ahnung. Und es hat einen seltsamen Fall. Es ist auch nach unten hin größer, als ich dachte. Ah, wenn ich es ein Stück zurücknehme. Er hat so eine gewisse A-Form bekommen, obwohl es einfach nur gerade runter gestrickt wird. Aber ich nehme mal an, dass ich, weil ich unten auf andere Nadeln gewechselt habe, das Ganze tatsächlich weiter geworden ist. Ich weiß es nicht. Ich habe erst überlegt, ob ich ihn überhaupt fertig mache, ob ich die Ärmel vielleicht einfach kurz lasse. Aber aus Erfahrung, die Sachen, die mir am wenigsten gefallen haben, habe ich am meisten getragen. Ich hatte mal einen Cardigan gestrickt aus einer sehr dicken, günstigen Wolle. Da war das Oberteil zu groß, da waren die Ärmel so viel länger, als sie hätten sein müssen. Und ich habe dann natürlich auch keinen Reißverschluss mehr reingenäht und nichts. Ich hatte ihn dann hier abgelegt bei mir. Und dann habe ich dauernd, während ich daheim war, danach gegriffen und habe ihn zu Hause dauernd getragen, habe die Ärmel hochgekrempelt. Also dieses Ding, was ja nicht ganz fertig war, wurde getragen, bis es auseinanderfiel. Deswegen werde ich diesen Pulli jetzt auf jeden Fall auch beenden. Ja, dann habe ich noch auf den Nadeln noch ein Sockenpaar. Das ist dieses. Das ist gestrickt aus dem letzten Tausend schön Unikat. Ich habe leider den Namen vergessen von diesem Unikat. Es ist auch, sorry, mit dem Licht heute ein bisschen schlecht. Ich habe es versucht, so hell wie möglich hier zu machen bei mir, ohne dass es komisch aussieht. Wetter ist halt nicht toll. Aber wie gesagt, das ist das Sockenpaar, was ich begonnen habe. Die erste Socke fertig. Hier oben das ist ein Mini. Ich weiß nicht, wo er her war. Das ist auch, ich glaube, 100% Wolle. Ich weiß es nicht. Ich habe den einfach genommen. Ich fand es dann ein bisschen beim Stricken komisch, aber so im Gesamten gefällt es mir eigentlich ganz gut. Ich habe nur gemerkt, ich hätte eine Größe größer gehen können. Das ist ein Sockenmuster von Summer Lee, der Designerin Summer Lee. Die hat auch gerade The Sock Project als Buch rausgebracht, das aber vergriffen. Ich habe das gekauft für etwas über 5 Euro auf Ravelry. Das ist auch eigentlich gedacht für dickere Wolle, aber ich fand es halt für dünne auch sehr hübsch und habe dann das fast größte Muster gewählt. Also fast größte Größe in diesem Muster, die vorletzte Größe. 56 Maschen, habe gemerkt, hätten mehr sein können. Aber ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich das Muster gekauft habe. Denn im Prinzip ist das, ich zeige es euch nochmal, diese einzelnen Dinge, ist das das Muster, was man auch als Kaffeebohnenmuster kennt, wo es wirklich einige kostenlose Anleitungen hier auf YouTube gibt, im Internet gibt. Ich habe es mal kennengelernt vor vielen Jahren in einem Verena-Sonderheft als Feuerlandmuster. Und als ich das dann gesehen habe in dieser Anleitung, dass das nichts anderes ist als diese Kaffeebohnen im Prinzip, habe ich mich schon geärgert. Das hätte ich alleine auch hingekriegt. Aber nun gut. Ich habe die Designerin unterstützt. Ich finde die auch sehr nett, sehr sympathisch. Die hat auch einen YouTube-Kanal, wo sie über Sockenstricken erzählt. Auf Englisch, klar. Aber ja. Ich hätte kein Muster gebraucht, also wenn euch dieses Muster gefällt oder diese Art Muster gefällt, sucht nach Kaffeebohnenmuster. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Aber ich bin schon an der zweiten Socke. Ich finde es auch wirklich sehr hübsch bis jetzt. Dann habe ich noch auf den Nadeln oder besser der Häkelnadel meine Restedecke.
Ich stricke ja eine Granny Stripe Decke aus Resten. Ich häkle eine Granny Stripe Decke aus Resten. Das ist die, die ist etwa zwischen 1,40 und 1,50 breit und bisher jetzt noch nicht so lang, aber ich finde die total hübsch. Ich gehe mal ein Stück zurück. Ich finde die richtig schön. Ich nehme einfach meine Reste. Ich versuche immer so einen größeren Rest, ich habe jetzt keinen hier liegen, einen größeren Rest abzuwechseln mit einem Mini oder einem Rest von einem Mini. Und ich versuche keine super dunklen Farben zu nehmen. Ich hätte jetzt noch übrig von der Terra von Knitpro, aber die ist mir zu dunkel für die Decke. Also ich warte, bis ich leuchtende Farben habe und bis ich größere Reste habe, um die kleineren dann dazwischen einzuarbeiten. Und ich nehme dann auch immer alles, was vom Rest übrig ist. Also ich messe mir da nichts ab und ich verbinde das mit einem Magic Knot, also mit diesem magischen Knoten, wie auch immer. Hält beim Häkeln, finde ich super. Sieht man bei den Häkelsachen auch nicht. Beim Stricken sieht man diesen Knoten schon eher. Das ist ein schönes Mindless-Projekt. Also kann man einfach mal nebenbei häkeln, wenn man was guckt oder sonst Hörbuch hört oder sowas oder einen Podcast hört. Gefällt mir super gut. Macht eine Menge Spaß. Ja, das werde ich in nächster Zeit auch noch weitermachen. Ich habe auch ein paar fertige Dinge, nämlich natürlich wieder Socken. Sorry, das war mein iPad, was mich an irgendwas erinnern möchte, falls ihr das, den Ton gehört habt. Ich habe aus der Knitpro Terra ein fertiges Sockenpaar. Das ist jetzt wirklich leider schlecht zu sehen von den Farben her. Das blende ich euch aber ein als Foto. Ich ziehe es mal gerade auf den Sockblocker, eine Socke. Auf meinem so Foto, was ich gemacht habe, davon für Ravelry und Instagram, kann man es halt besser sehen. Das ist eine Socke, fertige Socke. Und die andere ist, was ich erstaunlich fand, die hat einen Rotton als Grundton. Also die ist überhaupt nicht so grün, sondern eher rötlich. Ich weiß nicht, ob man es im Vergleich, wenn ich es ein bisschen drüber ziehe, sieht. Unten ist eher grüner Bereich und oben ist ein eher, ja, rötlicher. Nee, man erkennt es leider jetzt nicht so toll bei den Lichtverhältnissen. Aber wie gesagt, ich blende euch es ein. Die sind richtig toll. Also die Terra, wie gesagt, von Knitpro Symphonie. Die gibt es auch in jedem Wollgeschäft, das Knitpro führt. Vermutlich haben die auch die Wolle dafür. Meine ist von Tausend Schön, wie immer. Und die ist toll weich. Also die ist richtig, richtig toll weich. Die ist sehr, sehr angenehm. Kann man auch super für ein Tuch nehmen. Kann man auch super, denke ich, für ein Oberteil nehmen. Und man kann es natürlich auch für Handschuhe super nehmen. Also die kann ich euch echt empfehlen. Die Terra, tolle Wolle. Dann habe ich noch beendet. Ah, das ziehe ich auch gerade auf einen Sockblocker, damit ihr es besser seht. Hätte ich auch vorher machen können, habe ich irgendwie nicht dran gedacht heute. Ja, so. Das ist diese. Das ist eine Wolle von Gardenflower Yarn, die ich schon vor einiger Zeit gekauft hat. Die ist sehr gesprenkelt, diese Wolle. Ich finde sie toll. Mir gefällt sie gut. Das ist auch eine etwas, ich glaube, eine etwas dickere. Also die Lauflänge ist nicht 420, ich weiß es aber nicht genau. Aber sie fühlt sich auch super gut an, die Wolle, ist angenehm, kann ich auch empfehlen. Und ich finde halt diese Sprenkel sehr, sehr hübsch. Was ich mir ja noch vorgenommen hatte für März und was ich tatsächlich auch beendet habe, naja, aber endet nicht wirklich, ich muss noch faschen und spannen. Das sind Maschenproben aus der Jeans, Denim, nee, aus der Denim oder aus der Jeans, glaube ich, von Katja. Die hatte ich euch auch letztens schon gezeigt. Und wie ihr seht, das ist jetzt kein besonders festes Gestrick. Ich habe hier einmal die Dreiernadel genommen, einmal zweieinhalber. Aber ich glaube, selbst so ungewaschen und ungespannt, der Unterschied ist ehrlich gesagt minimal. Und da es ein T-Shirt werden soll, tendiere ich dazu, die Dreier zu nehmen, um das einfach ein bisschen luftiger und fluffiger zu haben. Aber das muss ich auf jeden Fall jetzt vielleicht heute noch mal wenigstens waschen und ein bisschen trocknen lassen. Dann mal ausmessen. Ich habe ein Maschenproben-Notizbuch, wo ich dann notiere, welche Wolle. Kann ich euch demnächst auch mal zeigen, welche Nadelstärke, welche Art Nadeln ich genommen habe und wie ich denke, welche
Probe für was geeignet wäre. Muss ich aber noch machen, das dokumentieren, erstmal waschen. Das war es auch schon, glaube ich, von meinen fertigen Sachen. Also viel konnte ich nicht beenden. Ich habe auch so ein bisschen so eine komische Phase gerade. Ich lese eher mehr, als dass ich stricke. Und wenn ich stricke oder häkle, dann nicht besonders viel im Moment, weil ich auch nicht wirklich weiß, wie ich weitermachen möchte. Ob ich jetzt ein T-Shirt anschlagen möchte oder doch mal wieder ein Cardigan oder ob ich am Ranunculus weitermache. Ich bin ein bisschen unentschlossen. Ich muss mir noch mal Gedanken machen, wie mein April so aussehen sollte, im Bestfall. Gekauft habe ich mehr oder weniger etwas. Also ich habe die ja schon vorbestellt gehabt, die waren ja schon bezahlt. Das sind die Abos von 1000 Schön. Und das ist das aktuelle Monatsabo, der Sundowner. Finde ich echt hübsch, gerade jetzt für den Frühling. Blautöne, Orange, Gelbtöne, helle Farben. Ja, sieht man schon. Also wie gesagt, das ist das aktuelle Unikat. Das könnt ihr auch im Shop bestellen noch. Und das ist das knallige Abo, was in diesem Fall weniger knallig, aber mehr Frühling ist. Auch hier noch mal ein bisschen näher vielleicht. Das finde ich auch richtig interessant mit diesem Mintton, Blau, ja, so ein Orange-Ocker fast. Also ich bin mir noch nicht sicher, wofür oder wie ich es verwenden werde, aber sobald ich das hier aufgenommen habe, werde ich die wickeln. Die liegen eigentlich nur hier, weil ich sie euch zeigen wollte. Dabei brannte es mir schon unter die Nägel, die jetzt endlich zu wickeln. Wobei ich ja auch noch das andere Unikat auf den Nadeln habe und das knallige Abo vom letzten Mal noch nicht verstrickt habe. Ja, sonst habe ich ja nur Geschenke noch gekauft für eine Kollegin, die auch strickt, was ich super finde, der ich dann auch immer Wolle schenken kann oder Strickzubehör oder sowas. Das macht schon Spaß. Der habe ich auch übrigens noch unter Fertiges ein Jan-Cozy geschenkt. Das kann ich euch jetzt hier nicht zeigen, aber das blende ich euch dann an dieser Stelle ein. Ich mag diese Jan-Cozys, das sind diese Dinge. Wow, das fällt mir hier alles auseinander. Das sind, die habe ich schon ein paar Mal gezeigt, das sind die Teile, die man nimmt, um einen gewickelten Strang reinzumachen. Ich finde die super praktisch. Ich stricke mir davon auch noch ein paar. Die sind vor allen Dingen in ein paar Stunden gestrickt. Das ist keine große Sache. Und für Leute, die auch stricken, ist das auch immer ein schönes Geschenk. Ja, sonst so weiß ich nicht. Ich hätte gerne das Wochenende besser verbracht, draußen verbracht, aber bei uns regnet es. Ich denke, dass ich heute nicht mehr vor die Tür gehe, obwohl ich gerne auf einen der vielen Märkte gegangen wäre, die gerade stattfinden, die Ostermärkte. Aber nun gut, man muss warten aufs bessere Wetter. Ich habe dann aber auch interessiert verfolgt online die H&H in Köln, die da war. Also ich freue mich schon drauf, wenn ich bei euch Bilder sehe oder ihr in Videos was erzählt. Da bin ich sehr gespannt, wie es euch gefallen hat. Ich kann mir darunter wenig vorstellen. Ich war noch nie dort. Ist ja auch eine Fachmesse, also nur für entsprechendes Fachpersonal, was ich nicht bin. Ich könnte vermutlich über YouTube auch einen Presseausweis bekommen, aber da bin ich gar nicht so erpicht drauf, weil ich war mal auf einer Buchmesse mit einem Fachausweis, mit einem Presseausweis unterwegs vor einigen Jahren. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war in Frankfurt. Da waren die Hallen leer. Also ich fand das Feeling sehr, sehr seltsam. Ich gehe lieber als normale Besucherin hin, auch wenn die Hallen brechend voll sind. Es ist aber einfach eine andere Atmosphäre. Es macht mehr Spaß, als auf so einer leeren Messe unterwegs zu sein. Das ist mein persönlicher Eindruck. Buchmesse fahre ich aber im Moment auch nicht mehr hin. Im Moment findet ja noch die in Leipzig statt. Spannende Sache, für mich ein bisschen zu weit und zu umständlich. Ich glaube, die Kreativa in Dortmund hat auch stattgefunden oder findet gerade in diesem Wochenende statt. Wer da war, erzählt doch mal, wie die so ist. Ich war nur mal auf einer Kreativmesse in Stuttgart, ist schon lange her. Die war toll. Vielleicht fahre ich noch irgendwann mal hin. Aber es ist eine Strecke zu fahren und ich habe nur einen Smart, ein kleines Auto. Mittlerweile finde ich damit lange Strecken nicht mehr so toll. Früher hat es mir weniger ausgemacht. Und ich war mal auf einer Kreativmesse in Wiesbaden oder am Rande von Wiesbaden.
Die war auch nicht schlecht, die war auch eher klein, aber da war auch damals zumindest wollmäßig nicht sehr viel. Das waren mehr so die Bastelsachen, Papiersachen. War gut, aber ich glaube, dass ich nicht, dass ich noch mal dorthin fahren würde. Wenn ihr Veranstaltungstipps habt zu irgendwelchen Wollfesten in meiner Nähe, also Südwesten, so Pi mal Daumen, dann schreibt mir das doch mal bitte, weil ich habe da echt mal Lust drauf, mal wieder mich umzugucken, ob was ansteht und möchte da dann auch gerne vielleicht mal wieder hinfahren. Ich habe aber auch sonst noch vor, in diesem Jahr noch Wollgeschäfte zu besuchen. Eins in meiner Nähe, eins in meiner alten Heimat. Ich hoffe, das klappt und dann erzähle ich euch auch davon. Ja, mehr gibt es im Moment nicht. Ostern steht vor der Tür. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Vielleicht fahrt ihr ja in Urlaub. Ich nicht, ich muss arbeiten. Aber die Osterfeiertage, je nachdem, wie das Wetter ist, die machen wir uns dann schon schön und gemütlich. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Mal, eure Sonja.